Ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Starfield. Ich war vorher da drüben. Okay, den Turm sieht man jetzt nicht. Da drüben ist mein Schiff. Ich wollte ja eigentlich zu meinem Schiff, aber da habe ich jetzt noch das hier entdeckt. Und dachte mir, ich gucke das mal mit euch an, was das hier ist. Ob hier vielleicht was ist. Verlassene Forschungsstation. Verlassen heißt nicht, dass hier kein Leben ist. Alter, Junge. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Okay. Immer auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Alter, ich wollte dich gerade erschießen. Irgendwie ist es gut, dass wir bei den Crimson Fleet sind. Kommt mir vor. Weil wir können immer auf solche Stationen. Obwohl, ja, irgendwie ist auch schade. Nett, dass du nett bist. Sonst wären die jetzt hier alle ziemlich aufgebracht. Ich schaue jetzt noch hier ganz kurz durch. Hier gibt es sicher noch Loot. Weil ich weiß, meine Kollegen sind ein bisschen faul, was Loot angeht. Die nehmen nicht immer alles mit. Nicht mal das Bier. Oh. Oh, ja, komm. Digga, nimm. Hier ist die Dusche. Ja. Ja, okay. Was war da jetzt gerade los? Nehme ich. Okay. Was ist das denn? Ach, das ist der Helm. Das ist eine Ente. Ente, Ente, Ente. Munition. Medikamente. Was? Schön, dass du in der Fleet bist. Sonst hätte ich dich längst umgelegt. Ja, ich wäre mir da nicht so sicher. Welche Frau hat da jetzt gerade gesagt? Okay, jetzt bin ich hier wieder draußen. Ah, hier geht's hoch. Oh. Habt ihr die umgebracht? Glauben die UC echt, die Systef macht uns Angst? Ja. Solange die Credits rollen, ist das Leben gut. Schön, dass du in der Fleet bist. Sonst hätte ich dich längst umgelegt. Sie hat es mindestens nett gesagt. Das ist jetzt irgendwie nett geklungen. Okay. Reden. Ah. Aktivieren. Danke. Dass die halt einfach nicht. Das ist so ein komisches Schweißgerät. Dass die das Ding nicht zerstören oder so. Oder mitnehmen oder für sich selbst arbeiten lassen würden. Ah ja, die System macht Angst, ja. Solange die Credits rollen. Ja, Credits. Euch geht's nur um die Credits. Mir geht's um das Abenteuer. Wenn du Zick machst, mach ich Zack. Ich bin deine Begleitung. Dein Schatten. Ja. Deswegen liebe ich dich. Dass du mein Schatten bist. Mein Begleiter. Auf Lebenszeit. Ja, die waren anscheinend hier noch nicht. Okay. Geht's nicht raus? Hi, Bro. Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Doch, ich schon. Wartet's nur ab. Ich dachte ganz kurz.
Na? Ist hier was? Immer auf der Suche nach dem nächsten Opfer. Ja, sind wir ja wohl, oder? Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Wie gesagt, ich schaffe es. Wer will hier schlafen? Also, da ist ein schönes Symbol. Ich würde hier nicht schlafen. Okay. Das war's. War jetzt nicht so ergiebig, würde ich sagen. Aber es ist nicht mehr weit zum Schiff. Also das überspringen wir jetzt mal nicht, würde ich sagen. Die paar Meter schaffen wir schon. Oder wie weit ist das? Ich sollte mehr als die Hälfte geschafft haben. Ja, da vorne ist es schon. Okay. Und Sauerstoff. Keine solche Viechis mehr. Da ist der Turm. Da war ich davor. Letzte Folge. Der leider nichts beinhaltet. Aber schon gar nichts. Der so sinnvoll war wie eine Schippe voll Sand. Okay, gedrückt halten bringt gar nichts. Okay. Herr. Ja. Ich hab was für dich. Verwandle es aber nicht zu Gold. Map. Okay. Ist hier irgendwo ein Ziel? Da. Ich komme da so nicht hin. Map. Aber ich müsste jetzt von hier nach hier kommen, ja. Das war halt zu weit, um... Okay. Zu weit für einen einzelnen Sprung. Bin immer noch ein bisschen übergewichtet. Map. Kann ich da einfach runter? Ja, geht. Da war nämlich jetzt ein Kampfraumschiff. Ich hab's schon wieder gesehen. Perfekte Landung. Dafür Karte ziehen. Sieht hier aber auch schön aus. Die Strukturen. X. Mein Freund. Was ist das? Was bist du? Ach so, das ist nichts. Ich dachte, das wäre so ein Vieh wie das hier. Na, seid ihr böse? Das ist gerade ein bisschen eskaliert hier. Okay. Junge, Granaten sind nicht die Lösung für alles. Okay, wo muss ich lang? Ah, ich muss eh da lang. Aber die haben so ein komisches Schlabbermaul. Da ist eine Brille. Wie wohl diese Pflanze funktioniert? Lol. Das sieht cool aus. Ich muss jetzt schwimmen oder was? Oh.
piep, piep. Mein Fan. Da läuft er. Mein Fan. Ja, Umgebung. Mein Fan. Da ist er. Alter. Inventar. Ich muss jetzt ganz kurz die Heilung. Was fehlt mir? Das war das komische, ach so, ich hab's jetzt wieder im Kopf. Das ist, hier war's nicht. Komm, essen, essen, essen. Kann ich ja machen. Ei, für was brauche ich Ei? Chicken Nuggets? Okay. Habe ich da jetzt irgendeine Lösung dafür? Wieso habe ich ein Wrap mit? Ein Schaft. Trinkt man nur ein Schafti. Hier auch ein Schaft. Das wäre das. Miet essen. Alter. Das muss ja ekelhaft sein. So. Ich brauche jetzt aber endlich mal... Da ist die Melone. Zwiebel. Das Ding. Ich habe nichts dagegen. Muss man entfernen? Ist er tot? Ach nein, da bist du ja. Okay. Inventar. Nee, das wollte ich gar nicht. So, da. Das wollte ich. Schaut mal nach. Ist hier was Böses? Schleicht hier was? Schneller. Oh, da. Ein Schnubbeldubbeldubstub. Den werde ich töten. Oder ein Sichlor. Da. Schnubbeldubbel-Sichlor. Bist du böse? Das mit den Granaten müssen wir echt mal in den Griff kriegen, Fan. Ich weiß ja nicht. Ja, das mit den Granaten, da müssen wir mal uns zusammenhocken. Da scheint was falsch zu laufen. Ich muss nachladen. Ups. Seid ihr böse? Ihr seid gar nicht böse, sorry. Ihr Schnubbeldubbeldubstabs. Ups, tut mir leid. Dinge gesammelt. Uralte Dinge. Meinst du, die Leute merken das irgendwann? Schnubbeldubbeldubstabs. Bist ja süß. Was bist du? Ja.
das jetzt? Ja, bin ich jetzt hier stehen oder was? Was muss ich jetzt machen? Muss ich das hier irgendwie reinkriegen? Ja. Du siehst heute großartig aus, Captain. Dann zurück an die Arbeit. Ich wollte nicht mit dir reden. Muss ich das jetzt abfahren? Kann das sein? Weil dann muss ich hier. Ich verstehe es nicht. Wäre die Mitte, oder? Ja, einmal noch, dann wäre es die Mitte. Das leuchtet auch komplett. Das ist der hellste Stern, vielleicht hier hin? So. Mich jetzt verarschen? Warte, was steht hier? Finde das System des auf Halley 2. Verbirgt eine Insel, den okay, aber muss ich da jetzt irgendwie ein System finden? Da. Muss ich das jetzt da? Ach so, das war's schon. Ich weiß jetzt automatisch schon, was für ein System das ist. Das ist genau das hier. Ich kann da nicht hinspringen, weil es zu weit weg ist. Ich nicht. Nein, das verdrücken. Ja. So, jetzt hier. Durch den Planeten. Hüter, Aquilius schickt mich, ich soll die wahre Bedeutung der Allheit herausfinden.
Dann wirst du Zeit für Runde 2. Ja? Tu mir das. Ah. Jetzt ergibt langsam alles Sinn. Komm an Bord. Es gibt noch mein Sternenblut, das dich gerne kennenlernen möchte. Okay. Ich kann selbst sprechen. Schiff der Constellation. Du warst nicht eingeladen, aber wir haben viel über dich gesprochen. Ist nur recht und billig, dass du auch dabei bist. Ich garantiere persönlich für deine Sicherheit, solange du in Frieden kommst. Okay. Wir lassen die Waffen ruhen. Das ist deine Chance, die Antworten zu erhalten, die du so dringend suchst. Na gut, ich docke an. Vorerst, ja. Mein Schiff ist nämlich ziemlich im Arsch. Deswegen. Interessant, dass der genauso eine Andock-Schleuse hat wie wir. Die genau zusammenpasst. Das bedeutet, er hat öfter Kontakt mit Menschen. Wir sehen uns gar nicht mal so unähnlich. Hallo. Hallo. Mal wieder. Echt? Du erinnerst dich doch noch an die Helix, oder? Ich glaube, sie haben dich über Neon überfallen und wollten das Artefakt haben, das du nur mit Mühe beschafft hattest. Mhm. Danke für die nette Vorstellungsrunde. Dein Erfolg sucht seinesgleichen. Vor deinem Eintreffen haben wir diskutiert, dass es nicht klug ist, dich angreifen zu wollen. Ja. Das stimmt allerdings. Die Friedenstaube nimmt man dir wohl noch nicht zurecht ab. Wir sind kein großes Ganzes. Die Sternenblüter sind Individuen. Manche eint die Sache, andere verfolgen ihr eigenes Ziel. Mhm. Wir verfolgen alle unser eigenes Ziel. Manche sind nur ehrlicher. Sie haben dein Schiff bedroht, verlangt, dass du dein Artefakt aufgibst. Inwiefern unterscheidet sich das von meinem Tun? Wir mussten dich vorwarnen. Jede Begegnung mit uns könnte eine Katastrophe nach sich ziehen. Inwiefern? Für wen denn? Ich sage, wer sie sammeln kann, nur zu. Mord wird dadurch auch nicht gerechtfertigt, ja. Und wer darf das entscheiden? Du? Ich? Irgendwer? Ich. Moral ist für mich schon ewig ein Thema. Aber ich treffe nur auf Leute, die anderen ihre Denkweise aufzwingen wollen. Regeln, die ein Prinzip sein sollen, aber mit Gewalt durchgesetzt werden. Ja. Genug. Wir haben etwas zu besprechen. Die Allheit. Du bist auf dem Weg dorthin. Mhm. Sie ist ein Ort, ein Tor. Dort wurden wir wiedergeboren. Ich muss sagen, das ist jetzt fast ein wenig unangenehm. Das Gesicht zu verbergen war leichter. What? Sam? Das ist doch eine Verarsche, oder? Unmöglich, ich habe dich sterben sehen. Ja. Ich bin nicht mehr dieselbe Person. Dieses Universum ist nur dein erstes. Ich habe Hunderte gesehen. Wo ich herkam, bin ich bei der Loge geblieben, um die Artefakte zu schützen. Du bist an Bord des Auges gestorben, als wir den Hunter aufgehalten haben. Eine Version von mir. Ich habe die übrigen Artefakte eingesammelt. Sie haben den Weg zum Zentrum meines Universums geöffnet und das Tor zu unendlich vielen weiteren. Das ist die Allheit. Als ich sie betrat, fand ich mich in den Reihen der Sternblüter wieder. So gelange ich in andere Welten.
Ich muss die Allheit selbst sehen. Und das ist das Problem. Für das Armillar und zum Öffnen des Tors zur Allheit benötigt man alle Artefakte. In jedem Universum kämpfen die Sternblüter um sie. Unschuldige sterben. Du weißt, was die von den Tempeln gewährte Macht verursachen kann. Die Anarchie. Jemand muss entscheiden, wer sie erhält. Der Gesandte sagt, nur die Würdigen dürfen ins Himmelreich einkehren. Ich. Du verdrehst mir die Worte. Sie sind Heuchler. Nutzen das Chaos der Jagd nach Artefakten, um eine Ordnung zu etablieren, in der sie bestimmen, wer würdig ist. Ich habe deine Loge wegen der Artefakte angegriffen. Du hast mich aufgehalten. Ja. Du bist entkommen. Mhm. Das hat nichts mit Moral zu tun. Ach was. Du hast nicht überlebt, weil du im Recht warst. Du hattest Glück. Nö. Warst geschickt und hartnäckig. Ja. Was ich getan habe. Unzählige Male. Ich war auch mal ein Mensch. Aber ist es wichtig, wer oder was ich war, wenn die Ewigkeit zum Greifen nahe ist? Ein... Nein, andere Version von ihm? Du lernst. Mein anderes Ich möchte, dass du seinem Pfad folgst. Du sollst aufgeben. Du sollst dein Universum schätzen. Das sagt sich leicht, wenn man alles gesehen, alles getan hat. Du solltest dir selbst ein Bild machen. In keinem Universum, das ich gesehen habe, bist du so weit gekommen. Der Weg zur Allheit öffnet sich für dich. Du wirst das Zünglein an der Waage sein. Da ist es besser, wenn du auf unserer Seite bist. Ihr seid düster und cool, ja, ich, kein Problem. Ich kombiniere mit einem von euch die Artefakte. Wir betreten die Allheit. Bingo. Bingo. Ich will einen Waffenstillstand. Okay. Und uns dreien. Damit du Zeit hast nachzudenken, wie du dich der Allheit nähern willst. Auf meine okay. Weise oder die des Hunters. Ja, finden wir heraus, wie dir der Gedanke gefällt, nach den Regeln anderer zu leben. Denk daran, einer von uns verurteilt dich nicht. Interessant. Ich mag ihn. Das ist schon mal eins, was bestimmt ich... Hast du noch Fragen? Ich sage dir alles, was ich kann. Was passiert, wenn man die Allheit betritt? Das ist nicht einfach zu beschreiben. Aber die Allheit wird zu dir sprechen. Dir die Chance geben, ein Sternenblut zu werden. Du lässt dieses Universum hinter dir, um neu geboren zu werden. Okay. Alles, was du vorher warst, ist fort. Vielleicht lässt sie uns deshalb die Wahl... Mitgefühl? Oder ist es ein Test? Du glaubst, sie sind auf deiner Seite. Aber man hat dir nur wegen deiner Sturheit die Wahrheit gesagt. Was bedeutet die Allheit? Worauf tötest du für sie? Wer auch immer die Artefakte geschaffen und diese Tempel erbaut hat, spielt mit uns. Und zu gewinnen gibt es den Zugang zum Zentrum aller Schöpfung. Es gibt keine Regeln. Wer die Teile findet, gewinnt. Und ich habe gewonnen. Immer wieder. Ich töte nicht für die Allheit. Ich finde den leichtesten Weg zu ihr. Aha. Okay, kann ich hier was klauen? Nutzen? Kann ich nicht. Oh, ich dachte ganz kurz. Uiuiui. Was hier? Also es ist schon ein cooles Schiff hier. Ja, geil. Ihr habt sehr viel Wert auf Einrichtung gelegt, sehe ich. Also ich kann ja gar nicht von hier starten. Bevor du gehst, ja?
möchte ich dir etwas zeigen. Den Weg zu einem Artefakt, aber auch eine Lektion darin, wie gefährlich sie sein können. Suche den Mond der Erde. Er birgt Geheimnisse, denen du selbst auf den Grund gehen musst. Hier, der öffnet den Weg. Danke, ich wollte immer nur antworten. Tut mir leid, dass wir nicht immer entgegenkommend waren. Ich hoffe, du siehst dasselbe wie ich. Okay. Außerdem solltest du mit den anderen Mitgliedern der Constellation sprechen. Bestimmt wissen sie mehr über die verbliebenen Artefakte in den Randgebieten des Alls. Ein Teil von mir fragt sich, was sie über das, was du erfahren hast, sagen werden. Aber das überlasse ich dir. Alter. Okay. Es wäre jetzt auch interessant, wenn ich jetzt mit dem Priester rede. Was dann passiert? Naja. Was wohl passiert? Zum Mond der Erde müssen wir. Da. Aber zuerst zur Constellation. Also ist das so zeit- und raumübergreifende Fähigkeit? Sieh dir das an! Eine wahre Augenweide! Ein Dessert für die Sinne! Jetzt habe ich Hunger. Sehr leise. Okay. Aber was hat das jetzt mit der Constellation so auf sich? Was sagen die jetzt dazu? Werde ich ihnen das verraten, was passiert ist? Hey, ich habe mit den anderen geredet. Echt? Es wäre schön, wenn wir uns versammeln. Ja. Abschied nehmen. Du weißt schon, von Sam. Ich habe gerade Sam gesehen, also. Ich komme, Noel, hergesprochen. Ich versuche es, aber du kannst mir ja irgendwas im ist immer los. Danke. Ohne dich wäre es nicht das Gleiche. In ein paar Tagen wird alles bereit sein. Okay. 5 Tage. Okay, ich muss mit dir so reden. Matteo hat uns von deiner Pilgerreise erzählt. Mhm. Du hast sie gefunden. Ja. Die Bedeutung von Allheit. Ja. Sie ist das Zentrum eines Multiversums. Wir brauchen den Weg dorthin. Moment. Wie war das? Mehrere Universen? Ja. Du kannst unmöglich das meinen, was ich glaube. Doch? Ja, mir wären ein paar mehr Details ganz recht. Eine Sam-Version sagte mir, die Allheit erschaffte die Sternenblüter. Sie bereisen Universen. Ich will gar nicht an die nötigen physiologischen Veränderungen denken, um zwischen den Universen zu reisen. Mhm. Und was es dem Verstand zufügt? Erleuchtung? Oder Vergessenheit. Wie beim Hunter. Du hast die Chance, das, was deinem Gott am nächsten kommt, zu erreichen. Und du hinterfragst das? Man nähert sich dem Leben nach dem Tod nicht ohne eine gewisse Beklemmung. Das ist sehr objektiv, oder? Das ist unsere Mission, ins Unbekannte zu gehen. Du hast recht. Wir müssen die Allheit selbst erleben.
Ich will ja keinen Knick ins große Märchen machen, aber ich habe das Auge repariert. Es ist blau, aber blinzelt noch. Gib Bescheid, wenn du bereit bist, das, was es gesehen hat, weiter zu verfolgen. Okay. Hey, kennst du mich noch? Könnten wir uns ein wenig unterhalten? Ich würde lieber draußen im All Helium verbraten als hierzu. Verstehst du? Ja. Gut, L. Keine. Okay. Ja, wir machen jetzt mal wieder was anderes. Nein, nicht das. Beweislage. Bring die Beweise zu Leutnant. Okay. Sternblütermeer fürs Erste. Okay. Wo ist unser Leutnant? Und fliegen wir mal dahin? Captain, ich hab hier was Nützliches gefunden. Nicht, dass du es brauchen würdest. Du brauchst schließlich gar nichts. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Aber ich liebe...